Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge der Koop-Torwart-Spielerkader zusammen mit dem guten Jan. Hi. Hallo. Alter, und wir spielen heute gegen Bayern München. Wir sind auf Platz 15 momentan, ja. Sehr, sehr kritisch. Übrigens, an dem Tag hier, wo wir das aufnehmen, spielt Augsburg gegen Bayern in echt gerade, ja. Da ist gerade Halbzeit, beziehungsweise ist die Halbzeit wahrscheinlich jetzt schon rum. Aber da lief es eigentlich ganz gut für Augsburg aus Augsburger Sicht. Deswegen bin ich mal gespannt, ob wir hier im Spiel auch was reißen können. Ich habe gerade gesehen, das ist echt krass. Dortmund ist einfach 16. Platz. Die spielen jetzt gegen Nürnberg. Da können die vielleicht was holen und wieder ein bisschen nach oben kommen. Ich meine, es sind 4 Spiele gespielt, aber scheinbar waren die nicht so gut in den ersten 4 Spielen. Jan ist ein bisschen weiter oben, aber gut, das seht ihr natürlich auf den beiden Kanälen, da wir das aus beiden Sichten aufnehmen. Und ich würde sagen, wir starten nicht mehr ganz so lang rum, sondern starten direkt rein. Hier. Ins Spiel. Okay, Leute, in der Allianz Arena. Das wird jetzt sehr, ja, also... Ich will ja nichts sagen, aber letzte Folge lief für mich so, ja, naja, semi. Und jetzt gegen die Bayern Paraden rauszuhauen und dann auch noch Tore zu schießen. Ich bin gespannt. Ja, geil, da kommen die erstmal mit der ersten Flanke, oder? Alter, was ist das denn? Das ist schon traurig jetzt. Arjen Robben, 1-0. Aber Leute, aber dafür freue ich mich eigentlich gar nicht, weil Bayern München ist über mir. Ist eigentlich nicht gut. Du musst ihn weghauen, ey. Mach mal was. Ja, dann mach die kaputt. Oh, jetzt. Ey, was ist das? Du kannst nichts machen. Aber du warst doch sogar dran, oder? Ich glaube schon, ich weiß es nicht. Das müssen wir jetzt nochmal nachgucken. Alter, ich habe mich sogar noch echt... Ich habe kurz bevor er geschossen hat, habe ich nochmal einen Schritt in die richtige Richtung sogar gemacht, dieses Mal. Ja, ich war nicht wirklich dran, glaube ich. Ich seit ungefähr 80 Stunden. Was machst du? Warum geht Robben, der immer rein? Hattrick. Hattrick, was für Hattrick? Hat er auch den ersten gemacht? Ja. Was ist denn los mit ihm? Innerhalb von 25 Robben. Minuten Hattrick. Das Ding ist, Leute, ich bin Bayern-Fan, ja? Ich muss die ja jetzt gewinnen lassen. Oh, jetzt wird's... Oh, Manuel Neuer. Sehen wir jetzt das Comeback von Augsburg? Nein, sehen wir nicht. Ich glaube, wir sehen gleich das 4-0. Bin mir da nicht ganz so sicher, aber... Ja, das... außerdem... Oh, Mike, halt mal den Ball. Weil jetzt zieht Bayern München davon und so weit weg. Habe ich nicht gerade gecallt, dass wir gleich das 4-0 sehen? Frage ist, wird es zweistellig? Es ist gar nicht so unrealistisch. Also unrealistisch in dem Sinne, dass es echt nicht passiert, ja, aber hier könnte es passieren. Oh, Augsburg kommt jetzt mal! Nein, bitte nicht! Jetzt wieder schon! Komm, ey! Und er ist drinnen! Anschlusstreffer, spielt nicht zu null immerhin. Und vielleicht ist das so... Bogason. Wer ist das eigentlich? Aber vielleicht kassieren wir ab jetzt nicht mehr zweistellig. Ach. Oh. Auch hier, Duell. Oh, ho, ho, ho. Blanken ihn doch. Was ein Trottel. Ja, das zählt quasi als Parade für mich. Was da gerade passiert ist. Er läuft einfach fast ins Aus und spielt ihn dann zurück zum Mann, beziehungsweise bringt den ja nicht mal an, der den dann verkaselt. Aber jetzt. Der Schuss! Oh, das habe ich gesehen. Dann hab ich haben wir auch noch Pech. Mit dem Blick. Und den halte ich. Den ersten Schuss aufs Tor, den ich halte von Bayern. Fast. Fast. Hä, was ist denn hier los? Oh, wie krass ist das denn? Alter, krass. Also ist schon schlecht. Muss ich schon sagen, was ich in diesem Spiel hier mache, ist schon sehr schlecht. Da war ich in der letzten Folge besser, obwohl ich da so viel Kacke gemacht habe. Also jetzt ungefähr, lass es hier los. Nee, komm. Das finde ich witzig.
wird es vielleicht doch zweistellig. Wisst ihr, Leute, dass ich mich gerade unglaublich schäme für das, was ich gerade tue? Ich meine, guck dir das an. Warum? Was ist das? Hä, ja, wieso bist du so nach links gegangen? War das die Stellungsspieltaste? Nein, eben nicht. Gut, ich glaube, dass mich Dortmund überholt hat. Yes, also wobei, was heißt jetzt? Ach, scheiße, dass Augsburg hier nicht gewonnen hat. Yes, Oh Mann, 6-1 verloren, das ist sowas von bitter, aber gut, ich habe auch kein gutes Spiel gemacht, muss man definitiv sagen. Und Bayern hat ein absolut gutes Spiel gemacht. Hauptsache Gregoritsch hat einfach eine 8,1. Sehr gut. Ja. So Leute, dann haben wir unser zweites Spiel hier gegen Freiburg, nachdem wir gegen München abgeschlachtet worden sind. Bei Jan haben wir schon beide Spiele gemacht, deswegen weiß ich, was bei ihm so abgegangen ist. Deswegen dementsprechend müssen wir jetzt hier ein bisschen gucken. Aber wir müssen sowieso gucken. Ihr habt es gerade auf der Tabelle nämlich gesehen, wenn ich die nicht überblendet habe, aber ich glaube, die habe ich nicht überblendet. Wir sind letzter momentan. Ist gar nicht gut. Wir müssen jetzt gewinnen. Wenn wir jetzt gewinnen würden, könnten wir sogar auf Platz 13 hochkommen, je nachdem, was Frankfurt heute noch spielt. Die spielen gar nicht heute. Wann spielen die eigentlich? Gar nicht. Nee, ich spiele nicht. Augsburg, das Tabellenschlusslicht. Das darf natürlich nicht sein. Uiuiui. Was eine Glanzparade hier. Oh. Ja, jetzt was geht's man? Los. Was ja, machen die? Ja. Oh. Ja, Mann, stark. Was? Stark, stark, stark. Gut, jetzt. Freiburg. Oh, Mann. Komm mal, die müssen jetzt 5 Tore wieder schießen. Ja, ja, ja. 4, 5, 7. Jawohl. Jetzt Konter, Konter, Konter. Komm. Gib Stoff, Junge. Mach doch meine. Oh. Jetzt, ja, ja. Spiel auf Grigovic. Ja, genau. Gut, gut, gut. Jetzt in die Mitte. Kajubi ist frei in der Mitte. Komm, Flank. Ja, auf Kajubi. Perfekt. Nein. Oh, Latte. Oh. Da bin ich da. Jetzt aber der Schuss nachträglich abgefüllt. Ah, rübergeguckt. Ja, abgefälscht, geguckt, Alter. Ich guck die Steuerung. Ja, 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 ja. Und, oh, was war das? Jetzt Konter. Hackentrick, Schmick hier. Muss wieder zurück in mein Tor. Ich war auch schon wieder auf dem Weg nach vorne. Oh ja. Sehr gut. Schießen. Eine gute Ballverteilung jetzt hier auf unseren Außenspieler. Jetzt kommt der Ball auf Gregovic, auf Kajubi, wieder auf Gregovic zurück. Kajubi und in der Mitte ist Finn Bogason, der steht auf Nein, jeden Fall bin ich da. Zur Stelle, aber Schwolololololo ist auf jeden Fall auch da. Ja, 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 ja. Komm, fand komm, ich doof komm. Genug. Komm, mach doch jetzt hier Flanke. Nein, wieso ist deine Mannschaft so Finn gut? Finn Bogason! Oh. Steh hier. Die wären gut, wenn Aufnahme sie Tore machen würden. Unter hier so... Ne? Ja, Tor! Oh, Kajubi! Warum? Ich verstehe das nicht. Wir gehen in Führung. Aber es ist sehr, sehr wichtig, weil 3 Punkte und so. Natürlich ist noch lange nichts gesagt. Und der Mike, wenn er jetzt gleich in der zweiten Halbzeit oben spielt, ja, das war eigentlich besser ist. dann wird er bestimmt noch ein Tor kassieren. Ja, Freiburg hat gerade genauso wenig Lust wie Wolfsburg, Tore zu schießen oder generell erstmal nach vorne zu gehen. Ich probiere jetzt hier mit meinem goldenen Helm alles weg zu köpfen, was geht! Krasse Parade. Ja, das war erstmal mit den Händen und nicht im Kopf. Minus. Ja, muss auch mal das sein. Gibt ein Minus. Alles egal. Nichts gegen. Ja! Mal wieder 1-1. Die Flanke. Ey, warum kann ich immer in deiner Folge. Ich spoiler nicht. Das war eigentlich schon jetzt scheiße, ne? Ups. Oben in der Infokarte verlinkt. Ja. Wer mehr wissen will. Oh Mann, aber die Flanke schon wieder. Ich stand viel zu weit draußen. Bin dann noch zurückgerannt so ein bisschen, aber das war natürlich echt kacke. Komm, Freiburg, wir drehen das Spiel. Ich will auch ein Tor schießen. Ja, wir haben so. Was? Der hat mir den Ball abgenommen. Willst du verlieren? Nein. Was ist das denn? Betrug oder so? Oder so? Nein. Geh zurück, renn. Na, was macht der denn? Oh mein Gott.
Zum Glück ist es meine Folge, dann muss ich es nicht reinschneiden. Oh, den hat er. Und jetzt? Was macht er denn jetzt? Das ist so geil. Nein, ich wollte gerade schießen. Ey, das ist unfair, wenn das wird. Ich spiele auch nur mein Torwart. Ey! Hey. Ich auch. Ja, boah! Das ist doch ja diese Mittel. Ja, 2-1. Ganz stark und hochverdient natürlich hier Finn Bogason. Ich bin ja nur Schwolloff. Nein. Nein! Ja, okay, das ist jetzt die Entscheidung. Also, mein Tor jetzt, wenn das mal hier haten, also das, ja, jetzt 3-1, das wäre, wir hätten sowieso gewonnen. Mann, muss auch Freiburg schon wieder keine Chance. Ich habe ja schon wieder so 1000 Sachen in dem Spiel halten müssen. Das muss ja auch Spaß machen, das Projekt, Leute. Das ist witzig. Extreme. Und den krieg ich. Oh, oh ja! Da sprintet er rein und jetzt die Möglichkeit. Oh! Nein! Direkt ein Problem hier. Nein! Oh. Oh ja, ja, komm, ich will noch so machen, dann gebe ich auch dir die Chance. Kanze. Lol. Dann er für eine Mission. Oh Gott. Direkt umdrehen, wie so ein Irrer. Ja, nein, stark! Nein. Diesmal wähle ich ihn nicht an, aber vielleicht macht es selber. Oh, wie schlecht. Ich muss wieder umdrehen. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ja, stark, gut. Nein! Den krieg ich! Ja! Hä, wieso? Ich hatte den gar nicht angewählt, den Spieler. Ich war wieder bei meinem Torwart. Oh, naja. Das ist schon toll. Ja, genau. Das braucht man auf jeden Fall. Ja, sauber. 3 Punkte gegen Freiburg, sehr knapp. Ich glaube, wenn wir höher gewonnen hätten, hätten wir Freiburg überholt. So, glaube ich, überholen wir es nicht. Ich meine, die bekommen ein Minus und wir einen Plus. Vielleicht schon, aber ja, ich glaube nicht. So Leute, das war's dann hier von der heutigen Folge. Die Tabelle ist wieder überblendet, die seht ihr nämlich nächste Folge dann wieder. Anfang der Folge, das machen wir jetzt immer Anfang der Folge, haben wir so ausgemacht. Da geht's so auf jeden Fall wieder heiß her in der nächsten Folge. Auf beiden Kanälen unbedingt abchecken, beide Kanäle abonnieren. Dann würde ich sagen, lasst mir mal ein Tuck da, wenn es euch gefallen hat, haut rein. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao.